Ja, schönen guten Tag zu einem weiteren Blog. Ich bin auch wieder Spallinger. Heute im Fokus ist, wie ihr seht, hinter mir Wilson Audio Sascha V. Wir haben die ganz frisch bekommen. Die ist gelauncht worden am 23. Juni 2023. Da hat es ein grosses Interview gegeben in New York mit dem Peter McGrath. Ich werde das Video noch verlinken. Und um den Lautsprecher, um den Sascha Serie V geht es. Wir zeigen euch, was etwas anders ist, was neu ist. Und einen kleinen Einblick in die Geschichte von Wilson. Bleibt dran, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, das ist im Prinzip der Lautsprecher, der es eigentlich angefangen hat. Das ist ein Wattpapi Serie 5.1, also nicht ganz da angefangen. Angefangen hat es eigentlich mit der Serie 1 und Serie 2. Hat am Anfang von der Geschichte eigentlich nur den oberen Teil bekommen. Das ist der sogenannte Watt. Und später ist dann der Papi, der Subwoofer, unten dran ergänzt worden. Das ist jetzt der ca. 30-jährige Wattpapi 5.1. Wir haben die hier revidiert, also neue Hochtöne und neue Diffraction Pads. Also der kommt ganz schön her, der Lautsprecher. Und ja, da gibt es immer wieder auch Teile. Also wenn man da irgendeine Revision machen oder einen Lautsprecher sucht aus der älteren Serie, das ist grundsätzlich nicht so das Problem. Es ist eine spezielle Version mit dem Holz, gibt es eher eigentlich selten, hat man eher so in Asien eigentlich eingesetzt. Wilson Audio hat angefangen mit vor schätzungsweise 40 Jahren mit dem Wattpapi Serie 1. Es ist lang ein Focal-Hochtöner im Einsatz gewesen. Inverse-Kalotte. Man sieht das nachher im Serie 7, habe ich auch noch etwas da. Und der Lautsprecher ist relativ klein eigentlich dahergekommen. Man hat dem auch immer kritisiert, dass er nicht auf unter 20 Hertz geht, was eigentlich nicht so wichtig ist. Aber eigentlich ein alter Klassiker ist der Wattpapi 5.1. Nach dem 1 hat es eine Serie 2 gegeben, es gibt eine Serie 3, es gibt keine Serie 4, das ist im asiatischen Raum, ist das ein Unglückszahl und wird eigentlich nicht so eingesetzt. Dann Serie 5, 5.1, wobei 5.1 eigentlich nur in Anführungszeichen hin durch die anderen Kabel geändert worden ist. Also man sieht, Serie 5 mit dem ist ein MIT-Kabel, also das sogenannte Tail, und das Transparent-Kabel hat dann nachher Serie 5.1 gegeben. Der ist relativ einer der meisten verkauften Lautsprecher, der Serie 5.1. 5.1. Ist auch sehr, sehr lang produziert worden, hat es auch in diversen Farben gegeben, sehr ein schöner Lautsprecher, immer so ein bisschen in der Analytik mit dem Hochtöner, mit dem inversen Focal-Hochtöner, aber sehr, sehr schön, für mich nach wie vor einer der besseren Lautsprecher, wenn man es rundherum vergleicht, auch mit anderen Sachen. Jetzt relativ fair zum Kaufen. Dann habe ich eine neuere Version, die wir jetzt hier sehen. Da hat man auch dann eine Änderung gemacht oben durch, also man hat dann, das ist jetzt eine Serie 7, und da hat man unter anderem schon andere Hochtöner, das ist der Focal Inverse Titan Kalotte, hat man recht lange im Einsatz gehabt, die ist sehr robust, eher auch auf der helleren Seite, dann man hat das also ein bisschen, ja, hat man teils kombiniert mit Röhren oben rein, das ist irgendwann klanglich ein bisschen besser geworden. Das ist jetzt in dem schönen Gel, und was da schon speziell war, da hat man hinten hat man können anfangen Spikes wechseln hinten dran und hat die Neigung dementsprechend können einstellen. Und ja, da sieht man auch das Ganze verarbeitet, das ist sehr schön. Wie gesagt, das Serie 7. Schätzungsweise
25-jährig. Aber gehen wir doch jetzt zu der Geschichte und zum Lautsprecher von der Sascha, Serie Sascha. Man hat, warum hat man das eigentlich geändert? Also, man hat, der Wattpap ist sehr, sehr lang gebaut worden, bis zur Serie 8. Und was nachher anders wurde, ist, dass man hat eigentlich jeden Watt hat man einzeln können betreiben. Also, ich konnte den oberen Lautsprecher nehmen, in ein Bücherregal tun. Oder auf einen Ständer, und der ist eigentlich autonom betriebbar gewesen, und man hat später können das Abrufen ergänzen. Bei der Sascha sieht das ein bisschen anders aus. Und zwar ist es so, dass man den oberen Teil, also einerseits steht er nicht autonom, also schon bei der Vorgängerserie, bei der DAW, die weiße da links, das ist eine DAW, schon da hat man den nicht einzeln können stellen, auch nicht einzeln können haben. Und er hat unten eine Frequenzweiche, die raufkommt. Also die Weiche ist ein Bestandteil. Also unten sieht man hier, das ist mit einem Vorwiderstand. Und man sieht, wie das raufgeht. Und dann Bass und Höhen separat. Ja, ich zeige es jetzt gerade hier direkt an der Sascha V, an der neuen Version. Wir nehmen hier jetzt mal den Deckel weg, schauen mal, wie das darunter aussieht und schauen dahinter die Weiche, wie das von hinten her verschafft ist. Ich drehe jetzt mal den Lautsprecher, damit ihr schöner hinten ran seht. Seht, wie das Ganze aussieht. So. Also, da sieht man auch schon, ich nehme jetzt noch eine DAW zu mir. So, also weiss ist links, ist DAW. Ist übrigens ein Hommage an David Wilson, der gestorben ist vor ein paar Jahren. Das DAW heisst David Alexander Wilson. Ist quasi an sein Gedenken eigentlich gebaut worden. Sehr ein schöner Lautsprecher. Also, man kann ja nicht falsch haben, wenn so einen so eine Hand oder nehmen. Also, jetzt sieht man da ein bisschen den Unterschied. Also einerseits haben wir, also wie gesagt, die Terminals werden von der Frequenzweiche, die unten ist, im unteren Teil kommt die Zuleitung von unten her. Das ist beim DAW so, und beim Sascha so. Und links sieht man auch, das ist ein bisschen einfacher gemacht mit den Kabeln und Zuleitungen. Und neu haben wir da richtig investiert. Man kann auch die Schraube lösen und kann auch dementsprechend, wenn der steht, wenn der schräger steht, kann man das dementsprechend auch verändern. Es hat neu einen Wasserwaage drin, die ist hier rechts, das haben wir vorhin noch nicht gehabt. Was wir genau gleich haben, sind die Vorwiderstände. Die Vorwiderstände haben zwei Funktionen. Ich nehme das mal schnell weg, das hat man hier leicht abgeändert. Neu kann man das alles eigentlich ohne Werkzeug bedienen. Also ich kann die Widerstände ein bisschen anziehen einerseits, aber ich kann es im Prinzip eben auch wechseln. Also sind auf Hand kann die anziehen, lösen. Und zwar haben die Vorwiderstände wie gesagt, zwei Funktionen. Das eine ist quasi, der ist eigentlich direkt vor dem Hochtöner. Also es ist eine Seite ist für Hochton und eins ist für Mittelton. Das ist ja dementsprechend angeschrieben. Das ist, wenn man es gut lesen kann, das ist Upper Midrange und das ist Tweeter. Und dann kann ich, einerseits könnte man theoretisch Tweeter anpassen, klanglich mit einem anderen Widerstand, dann klingt es ein bisschen anders. Braucht man eigentlich praktisch nie, habe ich noch nie müssen oder dürfen können machen. Was aber die wichtige Funktion ist, und das haben wir schon ab und zu gehabt, ist, wenn irgendwo ein Überlast mal stattfindet von vorne, dann schützt der Widerstand, und dann kann man einfach nur den Widerstand wechseln und den Hochtöner, der läuft wieder. Also wir haben keine Ausfälle von Chassis in dem Sinn bekannt, sondern eher, was das ein Widerstand, wenn ein Verstecher oft mal zu viel Verzerrung gehabt hat zum Beispiel. Sehr schön gemacht mit dem Cover, das ist bei beiden eigentlich gleich. Was man neu sieht, ist, man hat eine neue Platte, das ist unten ist es ein anderes Material wie da, was ein bisschen einfacher war, ein kalt ist. So,
Sascha V. zum Sichergehen und Sascha DAW. Wie gesagt, das V steht nicht für Version 5, also römisch 5. Es wäre eigentlich die, nach mir die 11. Sascha, oder die 11. Wort Papi, die 4. Sascha quasi. Sascha ist eigentlich der Nachfolger von Wort Papi. Aber Sascha 1, Sascha 2 haben wir gehabt, Sascha DAW, wie gesagt, Thomas. Und jetzt hier jetzt Sascha V. Das V steht für das Material, das im Gehäuse eingearbeitet ist. Das ist ein spezielles resonanzarmes Material, wo man sieht, der XVX, der hinten dran sichtbar ist, eigentlich eingesetzt hat. Also das ist ein X-Material, ein V-Material und ein X-Material. Darum heisst die ganze XVX. Und jetzt neu Serie V für Sascha. Ja, was ist noch anders? Also es sind ganz sicher, wie gesagt, die Terminals hat man gewechselt, also respektive die Zuleitung, das ist von einer DAW. Da sieht man es jetzt bei der Serie V. Das ist ja, das ist doch einiges massiver. Das sind Zuleitungskabel von Transparent. Dann, was wie gesagt neu ist, ist die Wasserwaage zum wirklich nivellieren vom Boden her. Wir sind da immer noch auf der Rolle. Was auch, also man sieht es auch von hinten, es ist anders gelayoutet worden. Also man hat, der Lautsprecher kommt anders daher. Und das ist schon zu sagen, es ist nicht einfach so, dass man da ein, zwei Sachen macht und dann irgendwo ein anderes Kleberli V drauf tut. Da wird wirklich von Grund auf wird neu geschaffen und das sind mindestens 10 Änderungen. Ich bringe einfach nicht alle zusammen, aber es ist einiges anders. Also man sieht eben, wie gesagt, der Reflexport vom oberen Teil ist an einem anderen Ort. Man hat auch das Gehäuse-Innenleben hat man geändert, also da sind, da drin wird anders geschaffen. Das ist auf dem eigenen Video von der Firma Wilson zu sehen, wie das gemacht ist. Dann hat man neu, hat man die, man hat ja seit einem Zeitchen den Schlitz auf der Seite, wo man eben auf der Seite auch ein bisschen besser reinsehen sollte. Der ist jetzt auch weit unten, wo ich stehe mit der Neigung. Ich kann ja hinten, bei beiden Lautsprechern, beim DAW und beim V kann ich ja via die Treppe kann ich die Höhe verstellen und das ist eins von der essentiellen Sachen. Also ich kann den Winkel vom Lautsprecher verstellen, der obere Teil, wie steht der mir? Also ich schaue die Hördistanz an und die Ohrhöhe und das gibt mir dann einen Parameter, wo ich dann dementsprechend den oberen Teil kann neigen oder auch führen fahren. Führen für die Distanz und Neigung für die Höhe und führen für die Phase, also respektive für die Distanz. Das ist alles schön in einer Skala von Wilson im Betriebshandbuch drin, wie das genau gemacht wird. Ja, nehmen wir mal die Abdeckungen weg. Das ist der Synergistics-Hochtöner, der ist nochmal überarbeitet worden. Auch der Mitteltöner ist überarbeitet worden. Es ist auch Frequenzweiche auch. Wilson macht die Frequenzweiche im Haus. Da gibt es ganz ein schönes Video dazu. Und die sind so in der Toleranz eng gemacht worden. Also, ich glaube, 0,5% Toleranz, dass die auch andere Firmen gerne kaufen und Wilson bietet das auch an. Das ist effektiv im Sortiment, kann das quasi, ja, also nicht so direkt, aber für andere Hersteller von Lautsprechern zum Beispiel. Ja, da sieht man einmal auf der Seite, wie das aussieht. Es ist wie auch oben ganz leicht anders gemacht. Das ist übrigens Tungsten-Silber, das Silber, das ich hier da habe. Sehr, sehr eine schöne, leicht warme Farbe. Also so. Ja. Wir sind aktuell hier am Einspielen. Ich habe hier Esoterik-Kette dran. Auf einmal zum Einspielen, das Ganze ist noch auf Rolle. Was übrigens auch neu dazu kommt, das ist ganz klanglich vor allem eine gute Geschichte. Das sind die sogenannten
neue Faust, die Diode, die Spike-Kit. So, das ist das Spike-Kit mit dem mit dem das Diode-Kit. Also, man sieht, das ist sehr aufwendig gemacht. Man kann die übrigens neu ein Schwarz haben, die Spikes. Das ist neu, haben wir lange nicht gehabt. Das sind Pakete schon, die auf den Boden kommen. Das sieht dann so aus. Das haben wir alles noch nicht gemacht. Wir suchen zuerst die richtige Position, sind am Einlaufen. Das sieht so aus und dann kommt der Spike und dementsprechend so drauf. Auf die neuartigen Dioden. Die sind überarbeitet worden. Die hat man das erste Mal in der Alex 5 eingesetzt. Also sehr, sehr aufwendig gemacht. Man sieht, wie das gemacht ist. Sieht sehr wertig aus und klingt vor allem ganz anders. Und allein das Zubehör, das kann man haben. Man kann jeden Lautsprecher nachrüsten mit Serie Wilson, kann man nachrüsten mit dem, auch die ganz alten Sachen. Ist auch dementsprechend, das ist fast zwischen 3.000 und 4.000 Franken. Allein so ein Set und natürlich ist der Lautsprecher durch das auch ein bisschen teurer geworden. Also wir haben eine Preisänderung auf der Version V. Ja, dann kommen wir zum Farbteil und das ist die Qual der Wahl. Was nehme ich da für Farbe? Weil es gibt praktisch jede Farbe. Es gibt 4-5 Standardfarben, das sind sogenannte Standard Colors. Die sind aufpreisfrei und dann gibt es noch sogenannte Upgrade Colors. Und die Upgrade Colors, da gibt es, ich sage mal fast hunderte. Das ist, kostet ein bisschen mehr, aber da kann ich mehr oder weniger schon auswählen, was ich will. Das ist aus, auch aus dem, übrigens aus dem speziellen Wilson-Material gemacht, also man merkt das auch. Es hat ganz coole Farben, das ist jetzt Estrel Blue, es gibt ganz schöne blaue, es gibt natürlich einfach schwarz Hochglanz und es gibt seit einer Zeit auch matte Farben. Also da Qual der Wahl, das ist, gibt's sehr, sehr viele coole Farben. Wir haben auch schon einige gebraucht, wenn ich da einen Rundgang mache, was wir da für Farben haben. Das ist zum Beispiel das Mercedes-Silber an einem Wandlautsprecher, an einem Surround-Lautsprecher. Das ist eine ältere Farbe, braucht man heute eigentlich nicht mehr so. Dann haben wir das spezielle Gel an der Watt Papi 7. Das ist zwar ein älteres Gel, ist eine ältere Farbe, aber immer noch erhältlich. Achtung, es kommen noch ganz, ganz viele Farben. Und zwar wirklich am Objekt, wie es am Lautsprecher aussieht. Das sieht auch ganz anders aus, als wenn man es nur auf einem Sample oben hat. Das ist zum Beispiel eine ältere Sophia mit einem Klassik-Weiss. Sieht auch sehr schön aus, mit Abdeckung schwarz. Eine Sascha. Die Farbe muss ich euch einblenden, kommt mir nicht gerade in den Sinn. Aber also DAW Sascha, auch sehr schöne, warme Farbe. Dann ein XVX in einem ganz coolen Weiss, Sparkling White heisst das. Hat so, wenn man nachschaut, sieht man teilweise, wie das so, man sieht jetzt eins im Licht, ganz leicht metallisiert ist. Ganz schöne Farbe mit dunklen Abdeckung. Ich kann die Abdeckung etwa 6 verschiedene Farben haben. Dann nochmal Sparkling White von der DAW. Tungsten Silver. Ist das von der V. Dann haben wir... ich komme gerade Hunger über. Das ist Cranberry Pearl. Das ist eine Pearl-Farbe. Die ist, hat einen Aufpreis. Gibt so schöne Pearl-Color. Das spiegelt dann oder macht dann in allen Farben. Je nachdem. Das sieht ganz cool aus. Ich kann auch die sogenannte Hardware wählen. Hardware bei Wilson heisst, was habe ich hinten für eine Reflexöffnung, silber oder schwarz eluxiert. Das gleiche für das Terminal unten, für das Lautsprecher-Terminal. Das gleiche für die Abdeckung. Und neu auch, da gehen wir schon auf den da, der haben bis jetzt einen weiß, also einen silber gehabt. Das ist das leider. Und die Treppe gibt es jetzt neu auch schwarz.
Also das kann ich auch das Terminal kann ich wählen. Normalerweise ist eine Farbe durchgehend dann mit dem Backplate. Hardware sagt man dann bei uns, also bei Wilson Audio, kann ich wählen. Wie auch die Spikes kann ich haben in Schwarz oder Silber. Dann, wie gesagt, auch Mattfarbe. Das ist eine Sabrina X in Schwarz-Matt mit einem hellgrauen Grill. Gibt weiße Grill, rote Grill, blaue Grill, schwarze Grill, hellgrau und dunkelgrau und braun. Das sind vielleicht ein bisschen mehr, wie die vorhin gesagt habe. Das ist ein Yvette, auch in einer ganz schönen Farbe. Tuned Hot, in einem coolen Anthrazit mit abnehmbaren Grill, also Ring, ich kann die Ring wegnehmen. Es gibt da jetzt zum Beispiel auch eine Abdeckung, optional, wenn man das will, oder eben die magnetische Grill. Das ist Alu und macht dann einen coolen Style. Ja, wie gesagt, Qual der Wahl, wir haben ganz, ganz viele Muster da. Das ist dann so zum Dessert. Subwoofer, Watchdog, Passiv Subwoofer in Obsidian Black. Oder auch der Loki haben wir auch hier, auch in Obsidian Black. Ist dann auf Rolle, bequemlichkeitshalber. Ja, soviel zu ein paar von den technischen Änderungen oder Neuheiten, die es gegeben hat. Also es ist doch einiges. Jetzt ist die Frage, ja, wie klingt das? Da sind wir dran. Ich habe eine Meinung. Es gibt auch einen speziellen Videobeitrag dazu. Es ist anders. Es ist doch einiges gemacht worden dem Lautsprecher. Aber das behandeln wir mal später. Wir sind jetzt am Einlaufen. Wir haben noch ein paar Wochen dran. Wir machen uns das Beste. Schieben. Und wie heisst es so schön? Wer seinen Lautsprecher liebt, schiebt. Es ist wirklich wichtig, wo er steht. Sehr, sehr wichtig, also elementar. Und wie wird er angesteuert? Er ist jetzt am Einlaufen, er wird gespiked und casualed und mehr dazu im nächsten Film. Viel Spass. Tschüss.